ich habe das erste Mal letztes Jahr mitgemacht. Das war dann eine kurzfristige Aktion. Da habe ich mich einen Tag vorher, vor Beginn entschieden, das mitzumachen. Ich kannte die Aktion allerdings schon aus England. Und davor habe ich mich noch so ein bisschen gescheut, weil wenn man das nicht so kennt, Schnurrbart zu tragen, dann braucht man zum ersten Mal echt Überwindung. Es geht darum, aufmerksam zu machen auf typische Männerkrankheiten wie Prostatakrebs vor allem. Dieses Jahr habe ich natürlich auch gefragt, ob ein paar Mannschaftskollegen mitmachen, und die standen vor dem gleichen Dilemma. Viele haben sich nicht getraut, aber ich bin froh, dass ich so ein kleines Team zusammengekratzt habe. Der hat uns in der Mannschaft gefragt, ob wir da mitmachen wollen, und hat uns mal ein bisschen über die ganze Geschichte ein bisschen aufgeklärt. Ich muss sagen, dass es eine richtig interessante Sache ist, dass man das halt auch, glaube ich, ein bisschen mehr unterstützen muss, die ganze Männergesundheit. Und ja, ich glaube, dass ein bisschen Spaß auch immer noch dazugehört. Am schönsten ist das identisch zu seinen Augenbrauen. Ne? Ich hätte eigentlich gedacht, beim Tegodart am längsten wegen dem Doppelkinn. Ich glaube, es sieht ganz ansehnlich aus. Ich muss sagen, dass der Volzi doch schon da 5 Plätze besser ist als wir hier. Wie findest du das? Ach, genauso hässlich wie letztes Jahr. Es gibt einen Film, Scary Movie heißt der, und da ist so ein Special Officer Doofy, der ganz ähnlich aussieht wie der Volzi gerade. Ich habe gemerkt, dass ich oft von mir aus auf die Leute zugehe oder sage, entschuldigt, das ist im Moment für November. Also man verteidigt sich gleich, damit die Leute nicht denken, was ist das denn für ein komischer Kerl, sondern vielleicht noch ein bisschen Sympathie aufbringen können für die ganze Sache. Was habe ich Ihnen vermisst? Ein ganzes Jahr lang.